Heute mal eine sehr unkonventionelle Eilmeldung live aus der Pampa. Ich habe hier eine schöne Pampa gefunden, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich jetzt so spontan was aufnehme, aber ich habe gerade einen Livestream vom Boris gesehen, beziehungsweise ich habe ihn im Nachgang mir angeschaut, jetzt gepostet vor ungefähr einer halben Stunde, der es tatsächlich in sich hat. Und da will ich jetzt auch direkt mit euch drüber reden, nicht erst heute Abend irgendwann, denn das Ding, was Boris da heute wieder ausgegraben hat, das hat de facto Sprengkraft, wenn man das so ausdrücken möchte. Ihr habt es alle mitbekommen, Boris war auf der Pressekonferenz mit ihrer Eminenz Merkel persönlich, die sich mal wieder den, zumeist die Gefälligkeitsfragen der Haus- und Hofjournalisten gestellt hat, aber tatsächlich auch kritische Nachfragen erhalten hat, nämlich exakt von einer Person, wie ich das mitbekommen habe, und das war Boris Reitschuster. Ja, wer hätte es gedacht? Und zwar wird hier immer wieder suggeriert, man stellt sich hin, medial, politisch, Land auf, Land ab, dass der heilige Hausarrest alternativlos ist, weil die Wissenschaft sagt das ja. Das ist ja so das Totschlagargument. Die Wissenschaft sagt, übermorgen alle tot, wenn ihr nicht brav mitschnüffelt, nicht brav at home state und so weiter und so fort. Die Sache ist nur, mit der Wissenschaft ist es bisweilen gar nicht so einfach. Denn die Wissenschaft, haben wir ja mittlerweile 20.000 Mal durchgekaut, die gibt's gar nicht. Ja, da kommt jetzt der Troll um die Ecke und meint, ich würde jetzt behaupten, es gibt keine Wissenschaft. Bullshit, nein, darum geht's nicht. Das Kennzeichen eines wissenschaftlichen Arbeitens ist der Diskurs. Das bedeutet, Wissenschaft setzt sich zusammen aus Thesen und Antithesen. Der eine Wissenschaftler stellt eine Behauptung auf, der nächste versucht diese Behauptung zu widerlegen bzw. setzt dem Sachverhalt seine eigene Behauptung entgegen. Und so kommt man dann ja, Zug um Zug zu einem Ergebnis, These, Antithese, man sucht Indizien, die eine These stützen oder eben widerlegen. Man kann sich aber nicht hinstellen in der Wissenschaft und sagen, das ist die unumstößliche Wahrheit. So funktioniert es nicht, denn alle in Anführungszeichen Wahrheiten, wenn man das so bezeichnen möchte, sind in aller Regel jetzt ganz banal gesagt zeitlich und räumlich begrenzt. Das bedeutet, eine Aussage kann ich nur unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter treffen. Ich kann beispielsweise sagen, im Jahr 2020 auf dem Planeten Erde, von uns so bezeichnet, gibt es eine Gravitationskonstante. So kann ich machen. Ich kann aber nicht sagen, im Universum gibt es pauschal Gravitation. Im ganzen Universum gilt die gleiche Gravitationskonstante. Das ist Bullshit. Funktioniert so nicht. Das bedeutet, ich muss immer den zeitlichen und auch ein Stück weit in Anführungszeichen räumlichen Rahmen festsetzen, für den ich eine Aussage treffe. Und das variiert dann eben mitunter ganz stark. Ich kann sagen, hier auf dem Planeten gibt es eine Schwerkraft. Ich kann aber eben nicht sagen, im Universum generell herrscht Schwerkraft, weil auf anderen Planeten eben andere Voraussetzungen gelten. Nur damit ihr das versteht. Also es gibt kein Schwarz und Weiß in der Wissenschaft, die Kurzform. So, spannend ist aber, dass es ja die ganze Zeit versucht wird, so darzustellen. Wenn man keinen harten Lockdown macht, dann sind sie übermorgen alle tot und dann haben wir die große Dramaturgie und dann können wir die Pandemie nicht stoppen. Die Sache ist nur, nun hat Frau Merkel sich selbst verplappert und hat genau das zugegeben, was die findigen Verschwörungstheoretiker seit Monaten immer wieder nur in den Raum werfen. Denn der heilige Hausarrest ist, laut Frau Merkel, auf eine Frage von Boris Reitschuster, er macht heute noch ein entsprechend längeres Video dazu, ich verlinke euch erstmal nur den Livestream, einfach jetzt aus Zeitgründen, weil das so brandaktuell ist, das müsst ihr wissen. Auf eine Frage von Boris hat Frau Merkel geantwortet, der Lockdown wäre ja eine politische Entscheidung gewesen. Ach so, sie hat zugegeben, dass es wissenschaftlich unterschiedliche Standpunkte gibt. Es gibt Wissenschaftler, die vertreten den einen Kurs, die sagen wie Wieler und Rosti und Co., wir müssen immer mehr Maßnahmen reinhauen. Und dann gibt es Wissenschaftler, die sehen das ein bisschen anders. Die sind beispielsweise eher in Richtung Herdenimmunität orientiert, beispielsweise am Beispiel Schweden. So, das alles sind Wissenschaftler, das alles sind Teile der Wissenschaft. Ihr könnt euch die Wissenschaft wie so ein Puzzle vorstellen, so ein Puzzle mit 1000 Teilen und mehr. Da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Puzzleteilchen und die, wenn man die alle zusammensetzt, kriegt man am Ende ein schlüssiges Bild. So, die Sache ist halt nur, ein Teil alleine ist noch lange kein schlüssiges Bild und ein Teil alleine ist auch noch keine Wissenschaft. Das heißt, Drosti, Wielaschen und Co. und wie sie sich nicht alle schimpfen, sind kleine Teilausschnitte eines ganz, ganz großen Ganzen. Das Problem ist nur, dass sich medial und politisch gesehen nur auf diese kleinen Teile des großen Ganzen fokussiert wird. Und das ist ein riesengroßes Problem, logischerweise. Und das wurde bisher immer negiert. Man hat sich hingestellt, medial vor allem, und hat behauptet, die Wissenschaft sagt das und das. Und die bösen, bösen Zombie-Seuchenleugner, das sind ja die Anti-Wissenschaftler, sind ja gegen die Wissenschaft. Ja, und nun kommt die Kanzlerin selbst, die Gottkanzlerin persönlich um die Ecke und sagt in der Bundespressekonferenz vom heutigen Mittag exakt das, was viele, viele bereits gedacht haben oder was viele bereits ja wussten, jetzt ganz platt gesagt, oder zumindest vermutet haben. Die politischen Maßnahmen beruhen nicht auf Erkenntnissen der Wissenschaft, beziehungsweise ist es keine wissenschaftliche Entscheidung, sondern eine politische, die verfolgt wird. Ja, damit ist doch eigentlich alles gesagt, oder? Jetzt ist die Mehr der alternativlosen Wissenschaft
ja, obsolet geworden, hat sich erledigt. Jetzt ist ganz klar heraus, nicht von Ihrem Regierungssprecher Seibert, sondern von ihr persönlich, dass die Entscheidung der harten Maßnahmen des heiligen Hausarrestes eben keine wissenschaftliche, sondern eine politische Agenda ist. Und ich finde, das ist es wert, in die Welt getragen zu werden. Und deswegen jetzt mal ein riesengroßes Dankeschön an Boris, denn ansonsten von den anderen dort Anwesenden hätte wahrscheinlich keiner da so genau nachgehakt. Und wir wissen es ja ohnehin schon, Boris ist so ziemlich der Einzige, der den Finger da in die Wunde legt und dann auch dranbleibt und dann nochmal richtig nochmal nachfragt und wissen will, was ist denn nun? Denn glaubt ihr, dass wenn Boris nicht anwesend gewesen wäre, ja, man hat ja Boris teilweise schon wieder aus Live-Übertragungen rausgeschnitten wurde, habe ich mitbekommen in dem Livestream, angeblich, weil seine Fragen ja so spät erst drankamen, ja, wer es glaubt, wird selig. Aber es ist ja normalerweise so, dass die Bundespressekonferenz live übertragen wird und da hat man Boris wohl auf einigen Kanälen, bei der Tagesschau und so habe ich in Chat mitbekommen, da hat man ihn wohl kurzerhand rausgeschnitten. Das mag jetzt sein, dass die da tatsächlich einfach aus Zeitgründen das machen mussten. Kann aber auch sein, dass sie einfach Angst hatten, wenn Boris loslegt, dann wird's kritisch und dann kommen vielleicht auch Themen zur Sprache, die nicht unbedingt ins gewünschte Narrativ passen. Denn würdet ihr oder geht ihr davon aus, dass ihr in der Tagesschau lest oder seht heute noch, dass Frau Merkel ganz klar gesagt hat, Lockdown politische Entscheidung? Bezweifle ich ehrlich gesagt. Da wird man sich wieder darauf stürzen. In der schwersten Krise ist sie zur Stelle und mit vollem Einsatz und so. Darum wird es wieder gehen. Man wird ihr den Arsch pudern. So ein kleines bisschen Kritik kommt vielleicht beim Thema Sumpfsuppenverteilung. Aber dass man mal thematisiert, dass Frau Merkel persönlich mitteilt, der Regierungskurs ist aus politischen Gründen bzw. ist eine politische Entscheidung und eben nicht aus der Wissenschaft gegriffen, eben keine wissenschaftliche. Das wird man wahrscheinlich bei unseren Öffentlich-Rechtlichen und auch Konsorten vergeblich suchen. Also deswegen ein riesiges Dankeschön an Boris, der den Knaller ausgegraben hat. Und ich bin sehr gespannt, wie das nun in den nächsten Tagen noch weitergeht, ob dann vielleicht tatsächlich mal jemand das aufgreift. Denn das gab es ja auch schon. Boris hat was vorgeliefert, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und dann so eine Woche später ist irgendwie, ich glaube, die Weltzeitung war es dann auch mal drauf angesprungen, hat dann auch mal was dazu geschrieben. Also eventuell macht das Ding ja jetzt so die Runde, dass dann auch mal medial ein kleines bisschen kritischer vorgegangen werden muss, weil einfach ganz, ganz viele Leute, vielleicht auch die Medien darauf hinweisen, ey, das hat die Merkel persönlich gesagt, dann und dann in der Pressekonferenz. Wäre jedenfalls zu hoffen. Denn jetzt haben wir nun gelernt, dass offensichtlich laut Frau Merkel, wie gesagt, Boris Video ist unten verlinkt, sobald ein Artikel von ihm kommt, knall ich den auch noch mit runter, dass Frau Merkel all die Maßnahmen verhangen hat aufgrund einer politischen Entscheidung. Ja, ich denke, das ist ein absolut denkwürdiger Augenblick.